Ihr Lieben, News von The Fischer Online. Es hat sich wieder ein wenig was getan, ein bisschen was verändert. Es ist was Neues dazugekommen. Ganz aktuell jetzt die neueste oder eine neue Variante der Engine, der Unity Engine. Und neben diesen News natürlich noch einiges auch, was das Gameplay betrifft und was man jetzt im Game alles Neues machen kann. Also, neben der neuen Variante der Unity Engine 2019.3 steht es gerade in den News, wurden auch so Kleinigkeiten noch verändert. Zum einen am Boot, das gucken wir uns gleich an. Zum anderen im Umkreis von 30 Metern um Shop herum kann man jetzt, ganz wichtig, sein Setup reparieren oder verkaufen. Richtig geil. Ich habe hier habe ich zwei Fliegenruten. Und die eine hier, die ist ja schon, also die ist jetzt schon repariert. Und die andere, die ist noch verschlissen. Und die repariere ich jetzt mal. Die ist quasi fast durch. Sind noch so ein paar Millimeter. Roter Balken ist noch da, fast komplett durchgeschlissen. Und die repariere ich jetzt für 947 Silber. Und damit, zack, ist der Balken auch schon wieder komplett gefüllt. Und dazu, hier oben, das sieht man jetzt auch noch, die Rolle auch komplett der Verschleißbalken, fast bis, ja, kaum noch zu sehen hier unten, der kleine rote Balken noch. Auch das Ding repariere ich. 500 noch was. Das sieht man jetzt gerade mit dem Update der Engine gerade etwas schlecht. Das war beim letzten Mal besser zu sehen. Ja, reparieren. So ein Vorfach kann man nicht reparieren. Oder so eine Fliege kann man nicht reparieren. Die kann quasi dann nur in die Tonne. Aber man kann, was haben wir denn hier? Walnussrute nutze ich quasi gar nicht mehr. Könnte ich jetzt zum Beispiel verkaufen. Für, ich glaube, das Ding war gratis, 0,01 Cent. Weg damit. Platz im Inventar. Das Ding behalte ich mal so fürs Low-Level-Angeln zum Demonstrieren. Das ist dann ganz nett. Was haben wir hier noch? Was kann ich noch verkaufen? Dreimal die kleine, die mit 8 Kilo. Ich glaube, die drei, die tue ich einfach mal alle weg. Verkaufen, jawohl, für 11. Je nach Verschleiß, je nachdem wie der Verschleiß ist, so ist dann der Preis. Und ganz zu Anfang, das war ja eine meiner ersten Spinning-Routen, die ist gebrochen. Und die könnte ich jetzt als broken, da oben steht es auch nochmal dran, broken. Ich könnte sie verkaufen. Für immerhin noch als kaputtes Stück 73 Silber. Hat gekostet 300 Silber. Und ich könnte sie jetzt kaputt zerbrochen für 73 zurückgeben oder verkaufen. Oder reparieren für 290. Also zurückgeben. Da macht es natürlich mehr Sinn, das Teil zurückzugeben. Da kassiere ich jetzt 73 Silber für. Kretschin. Und ja, da muss ich jetzt nicht für 290, wenn das Ding neu 300 kostet, das Ding reparieren. Brauche ich die denn noch? Eigentlich auch nicht mehr. Ich habe ja jetzt hier die 30 Kilo Spinning Rod. Die mit 15 Kilo werde ich eh nicht nutzen. Weg damit. 225 statt 300 Silber. Ja, hervorragend. Also, hier unten sieht man sofort, was hat man alles hier an Silber wieder bekommen. Und damit kann man dann seine Kohle halt wieder so ein bisschen auffüllen. Hier unten drunter gibt es jetzt auch schon seit etwas längerem die Möglichkeit, den VIP-Status zu aktivieren. Im VIP-Status ist es so,
dass man, hier oben wird es angezeigt, dass man als VIP Quests 50% schneller, also neue Quests werden 50% schneller dann wieder angezeigt. Experience, also XP Points, Erfahrungspunkte sind 50% erhöht und man bekommt 25% mehr Geld beim Verkaufen von Fischen. Pay to win? Nein. Kein Pay to win. Denn letzten Endes angelt man ja eh. Es ist eher Pay to speed. Also man ist einfach schneller da, wo man vielleicht hin will. Aber win? Nö. Absolut nicht. Es ist nicht so, dass man, wenn man was zahlt, irgendwie exklusiv dann irgendwie machen kann. Von daher absolut okay für Leute, die vielleicht nicht so viel Zeit haben und mit den Kollegen vielleicht auch irgendwie mithalten wollen. Da kann man das natürlich gerne machen. Ist zurzeit schon so zu kaufen. Also es gibt hier, also die Preise lassen wir nochmal außer Acht. Ob die wirklich so kommen, werden wir sehen. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel 30 Tage kaufen wollen würde, könnte ich das jetzt hier autorisieren mit meinem Steam-Guthaben, wenn ich welches habe. Und dann ist das gut. Oder ich kaufe mir hier solche VIP-Karten. Und diese Karten befinden sich dann auch hier mit im Inventar. Ob man die jetzt, gucken wir mal, use, ein Tag, hier oben haben wir 173 Tage. Ja, funktioniert. 174 Tage, 7 Tage, 15 Tage. Also diese verschiedenen VIP-Karten gibt es auch. Möglicherweise kann man sie auch irgendwann mit der Post verschicken. Vielleicht für andere Spieler. Wissen wir noch nicht. Sieht man jetzt irgendwie noch keine Option für. Was man auf jeden Fall kann, ist, man kann diese Karte zum Beispiel sich erangeln. Und damit wird auch wieder dieses ganze Bonus- und Premium-Ding wesentlich interessanter und wieder humaner für alle, die jetzt schon sagen, oh mein Gott, man muss wieder was bezahlen. Man kann es sich erangeln, denn es gibt durchaus ab und zu mal Quests, wo dann in dieser Reihe hier, Supply, wo dann hier dieses Premium-Tagesticket drin ist. Richtig geile Sache. Da hatte ich mein erstes Ticket her und das Supply bekommen. Da gibt es, oder unter dieser Rubrik, gibt es immer wieder unterschiedliche Quests an den verschiedenen Seen. Vielleicht einfach zwischendurch mal die verschiedenen Seen abklappern und gucken, ob es da gerade so eine Quest gibt, die man da erfüllen kann für einen Tag Premium. Wie man dann mit dem Game startet, ist ja immer noch die große Frage. Die letzte Ankündigung oder die letzte Veränderung auch auf Steam war zur Information, wann das Game rauskommt. Es stand einfach nur noch Coming Soon. Also es wird wohl bald kommen. Ich hoffe, es tut sich noch ein bisschen was an den Preisen und an den XP der verschiedenen Fische. Weil die Frage halt, wie man dann demnächst oder wie man dann quasi effektiv startet, ja, da habe ich schon viel überlegt. Also zurzeit tendiere ich ja immer noch, dass ich mit dem Spinning starte, also hauptsächlich Spinning als Schwerpunkt setze und dann von diesem See mit Level 10 dann irgendwann rüber geht zu den Karpfen, weil man eben für die Karpfen doch ein sehr schweres Equipment braucht. Wobei, ich weiß es halt noch nicht. Ich muss noch ein bisschen rumprobieren. Vielleicht lohnt es sich auch im Level 5er Bereich dann doch nochmal auf Grund zu angeln. Am Briesener See in Deutschland. Da müssten wir am besten nochmal einen Test machen. Ne? Ich glaube, das wäre noch mal sinnvoll. Einfach mal testen. Vielleicht mache ich das mal demnächst im Livestream. Testen, wo man einfach effektiver mit Level 5er Gear, wo man da effektiver Kohle verdienen kann. So, brettern wir mal ein bisschen hier mit dem Boot ein bisschen durch die Gegend.
Gerade wieder schön Sonnenuntergang. Beim Boot hat sich auch ein bisschen was getan. Es gibt jetzt eine Anzeige, die allerdings auch noch ein bisschen schwierig ist. Man kann das Boot jetzt etwas einfacher verlassen. Das gab immer ein bisschen Schwierigkeiten bisher. Aber wenn man jetzt hier zum Beispiel hinfährt in diesem Bereich, sieht man gleich unten rechts. Da haben wir es schon. E for leave boat. Also ich könnte jetzt hier das Boot verlassen. Und wenn ich dann wieder ins Boot einsteigen will, stehe ich da. No way. ja, aber man kommt schon mal raus. Rein, nicht immer, aber raus, kein Problem. Das funktioniert, aber es funktioniert natürlich auch, wenn man näher ranfährt und so. Also man kann einfach hier ans Ufer näher ranfahren und man kann das Boot leichter verlassen. Wünschenswert wäre es natürlich noch, wenn man es einfach überall verlassen könnte. Ob das hier an der Insel ist oder hier an der Seite. Also zurzeit ist es einfach nur dieser Bereich hier, wo man es verlassen kann. Es wäre schon schön, wenn man es einfach überall verlassen könnte, das Boot. Wäre schon top. So. Ich glaube, das war's so im Großen und Ganzen mit den News. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Ich werde nochmal ein bisschen hier auf Grund angeln. Ich glaube, ich werfe mal hier mal Fischfetzen ran. Beziehungsweise mit der Pose, mit dem Matchbroten angeln. Mal ein bisschen diese Köder ausprobieren, die man eben auch nur mit den Quests bekommt. Nightcrawler hatte ich jetzt gerade hier dran. Hier ist der Nightcrawler. Damit hatte ich jetzt noch zuletzt eine Schwarzbarsch-Trophy gefangen, ganz aktuell. Hier muss ich nochmal eben die Hakengröße verändern. Fischfetzen hatte ich jetzt dran, das bekommt man über die Quests. Dann bekommt man hier zum Beispiel Köderfisch. Da gehen auch ganz gut die Forellen drauf. Oder waren es auch Lachse? So, auch auf Pose. Und als drittes, da gab es doch noch auf dem Einserhook, habe ich denn überhaupt noch einen Einserhook hier? 2222 Einser, Small Size. Gab es da Rogen, Fischrogen. Nochmal so ein Boilie, machen wir hier so ein bisschen Futtermischung mit dran. Und dann gucken wir mal, was hier so beißt. Aber das zeige ich dann im nächsten Video, würde ich sagen. Bis dahin. Tschüss.